Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lara Bow Teil 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir wollen uns hier im Büro von der Olympia Michaels mal uns noch weiter anschauen. There's an array of rare cockroaches in the display case. Ja, toll. Die hat echt einen sehr seltsamen Geschmack. Was haben wir denn da? A number of hieroglyphics are carefully drawn on the blackboard. Sind das jetzt dieselben Zeichen wie auf der Übersetzungstafel? Dann müsste ich das mal übersetzen, wenn es so ist. Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen. Ach, das geht noch weiter, okay. Aha. Dann müsste ich das mal übersetzen, aber ich schaue es mir nochmal genauer an mit der Tafel hier. Ich glaube, das... die Dinger. Aber das Zeichen, das sehe ich jetzt nicht. Oder beziehungsweise kann ich mir das eigentlich notieren? Nee, das geht leider nicht. Nee, das eine Symbol fehlt irgendwie. Aber es kann auch sein, dass das Absicht ist, dass das... Naja, ich muss es mir mal anschauen. Was haben wir denn sonst noch so alles? It's Dr. Miklos' PhD in Physical Anthropology from the University of Thessalonica, Greece. It's Dr. Miklos' Double Master's Degree. This is the office of Dr. Olympia Miklos. It's Dr. Miklos' PhD in Paleo... Ja, okay. A magnificent view of the night sky over New York City. Ja, die ist schon irgendwie sehr, sehr seltsam. It's a rat, ready to pounce. It's Barney, Olympia's pet cobra. Okay, können wir mit der was machen? You decide that's not... Nee, nicht wirklich, überhaupt nicht wirklich. What an interesting array of books. Some of the titles include Hide Preservation Techniques, The Care and Feeding of Domestic Beetles, How to Raise and Train Rats. Modern Bone Scraping. Know Your Roadkill. And Millipedes as Household Pets. Die Frage ist jetzt, die ich mir gerade stelle. Wenn wir jetzt das nehmen und folgen ihr, geht es dann von der Zeit her weiter? Das wäre natürlich dann keine so gute Idee. Dann müssten wir erst mal das andere anschauen. Aber wir probieren es mal. The skull of the long-extinct horned rhesus, known in academic circles to be the source of much controversy regarding it as evidence for the extraterrestrial origin of primate evolution. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus und folgen. Ja, wenn dann die Zeit doch weitergeht, dann werde ich vielleicht nochmal laden. Und dann, schauen wir uns erstmal weiter woanders noch um. The bottle says... Dr. Moribund's guarantee. The snake oils. Was sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. Bis auf das, jetzt kommt sie. Dann reden sie und dann können wir ihr mal folgen. Good evening, Miss Bow. Oh, you startled me. Good. It gets the blood flowing, doesn't it? Well, I suppose so. I see we're looking at my snake oil. Well, I was just looking around. I'm sure you meant no harm. What's the snake oil for, anyway? It repels snakes, of course. Comes in handy when I'm working in the basement. I lost a load of Egyptian cobras down there a few weeks ago, and I occasionally come across one of those little darlings. Those snakes always want to bite me. But I'm sure they don't mean anything by it. It's just their way. They get nervous very easily, you know. Normally, I love to watch them kill things. My Barney will kill anything he can sink his teeth into. Charming. Well, I'd like to chat some more.
But I've got to rush off and meet that young Steve fellow. He promised to show me his scars. See you later. Ich hab das Teil hier noch vergessen. Mist. Wir kommen gleich wieder. Da lade ich jetzt nicht mal neu. Jetzt verfolgen wir es erstmal. Ich wette, wir brauchen unbedingt dieses Schlangenöl, sonst müssen wir irgendwann in den Keller und dann... Naja. So. Gehen wir mal hierher. Folgen wir ihr einfach mal unauffällig. Wo zum Henker? Gibt's hier irgendwie eine Geheimtür? Hier drin. Das sieht doch aus, wie wenn es so eine Geheimtür wäre. Heavy stone masonry. Heavy stone. Feels like. Feels like. Feels like. Feels. Feels. You can feel a definite seam in the bricks. You detect a bit of airflow moving past your fingers through the seam. Die ist doch bestimmt da rein. Das ist bestimmt eine Geheimtür. Sieht man ja eigentlich auch hier, dass da eine Tür ist. Und die ist bestimmt da rein und abgehauen. Feels like cool. Feels like. Feels like. Wo war das jetzt? Feels like, feels like, you can feel it. Feels like, you can feel a definite sea. Well-timed silence hath more. You get no. Ah. There was silence. Ah, vielleicht müssen wir das Ding. Up close. The seam in the bricks is very deep. The draft from the seam ruffles your hair as you examine the rough bricks. Okay, aber da können wir, glaube ich, nicht wirklich was machen gerade. While this. Ah, so ein Mist aber auch. Na gut, dann... Dann müssen wir uns erstmal weiter umschauen. Mist, ich hoffe dadurch, dass wir das jetzt so gemacht haben, haben wir nicht irgendwie was verloren oder so irgendwie. Dass wir ihr wirklich hätten folgen müssen, aber dazu hätten wir noch einen Gegenstand gebraucht. Jetzt verlieren wir so viel Zeug. Ich würde es dem Spiel zutrauen. So, aber was ist das jetzt hat? It's an intercom slave unit. Okay. Feels like an intercom slave unit. A magnified. Ah. Und wir können da... Feel. Auch nichts wirklich mitmachen, na gut. Ja, aber wenn wir tatsächlich mal zu einer... in den Keller gehen müssen... Dann wüsste ich nicht, wo der ist. Oh, jetzt ist offen hier. Jetzt ist offen. Schauen wir uns um. A paper cutter with a sharp blade. Better not touch it. It's. Hätten wir was zum Schneiden? Nee. Welches den Knochen, aber das glaube ich nicht. While this is. While this. Wüsste auch nicht, warum wir das machen sollten. It's a diploma with Yvette Delacroix's name on it. An advanced degree in French from Ball State University, to be exact. It's the door to President Carrington's office. Ah ja, okay. The file label reads Taxidermy Records. Ist auf jeder Schublade was anderes? The file label reads Dead Things. Okay. The file label reads Medieval Armor. The file label reads Life Mask Collection. The file label reads Paleontological Anomalies. Okay. Ah. The file label reads Renaissance Masters Collection. The file label reads. The file label reads. Buchhaltung. The file label reads. Personaldaten hört sich doch gut an. The file label reads. 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 Museum. The file label. The file label. The file label reads. Okay, schauen wir mal. The wood file drawer is locked. Ah. Yvette is.
The wood ja, wir können eh nichts machen. Naja, gut. There's a homey old Norwegian phrase stitched into this needlepoint. An axe in the hand is worth two in the bush. Words to live by. Watercolor painting, Purple Pollywogs Playing in Puddles by Yvette Delacroix, 1924. Oh, sie zeichnet also selber. Watercolor painting, Perverse Pleasures by Yvette Delacroix, 1926. Watercolor painting, Predators Stalking Prey by Yvette Delacroix, 1925. So, da haben wir noch Waffen. A matched pair of crossed battle axes left over from this room's previous occupant. Und was haben wir denn da? Eine Schreibmaschine? Gegensprechanlage? One of those new portable typewriters. At a mere 50 pounds, you can take it anywhere. Well, you could if it was useful to you, which it isn't, so forget it. Hey, okay. Was ist hier? One of those nicht das hier. One of those. It's an intercom slave unit. Und die ist auch wieder zum Anschauen? A magnifier. The typewriter keys hold fingerprints that... Ja, okay. Das bringt auch nicht so viel. Aha. The light bulb is on. You find it very... Ouch! The light... Okay. Oh. Jetzt geht's weiter. Ist es zeitlich begrenzt? Es wäre ja aber blöd, wenn es zeitlich begrenzt wäre. Warum ging da gerade die Tür auf? Although the light bulb is starting to... Ja, es ist noch zu heiß, okay. Ja, das wäre aber echt blöd, wenn das zeitlich begrenzt wäre. Da hätten wir jetzt schon wahrscheinlich viele Sachen wieder vergessen. Ah, das ärgert mich gerade ein bisschen. Ah. A used piece of carbon paper. Sollen wir da nochmal laden? Andererseits... You pick it up and place it in your purse. Andererseits wären wir hier ja auch gar nicht reingekommen, wenn wir nicht zur Dings rübergegangen wären. Die Frage ist nur, hat man da jetzt irgendwas vergessen? Oh Mann, oh Mann. It's used... There are words typed on the carbon paper. Das lesen, wenn es warm ist? Durch Hitze? Dann müssen wir aber die Lampe wieder anschalten. Aber ich weiß es nicht, ob das geht. Backlit, you can read the words typed into the carbon paper. Ernie, Big Al called to see if you could do some fencing for him next week. He says he'll make it worth your while to do a fast fencing job. Okay, und sagt uns das jetzt irgendwas? Ah. Warum ist da jetzt gerade die Tür? You hear muffled voices coming through the door to Yvette's office. Come a little closer, Monsieur Nagir. I am wanting to show you something. And what would that be, Miss Delacroix? Look at the palm of my hand. It is a lovely palm, to be sure. But what am I supposed to see? You see this line, Monsieur? It is my love line. My goodness, Miss Delacroix. It goes all the way up your arm and disappears up your sleeve. Would you like to see where it ends up, Ramses? Have you ever been to Paris, Ramses? No, I can't say I ever have. Then you have never seen the Eiffel Tower? No. Well, by all means, let me show you. Miss Delacroix, please. I'm a married man. Oh, dear.
Have you forgotten who let you into the museum, Ramses? Have you forgotten who showed you the secret room for your little ceremonies? You haven't, have you? No, I haven't, but... Then you will let me give you the grand tour of the tower, no? We'll have to go somewhere else. I don't feel safe here. Lead the way, monsieur. Aha, ein Geheimraum und Yvette hat es ihm gezeigt. Okay, ich wollte eigentlich jetzt hier speichern und nochmal ausprobieren, ob wir irgendwas verpasst haben. Es geht aber nicht. Na gut, dann schauen wir uns weiter um. Was haben wir denn alles hier? The Tribal Death Mask of the Hottentots. The Mask of El Whoopentot, the God who scares Hottentot children. Frag mich im Moment. Hottentot elders told stories of how El Whoopentot would jump down from the roofs of Hottentot mud huts to steal the noses off children who didn't behave properly. Anthropologists attribute the El Whoopentot stories to tribal myth, but the ancient records reveal that many Hottentots lived their adult lives without noses. There's a moral here somewhere. Ich bin mich gerade am Fragen, ist die Zeit weitergegangen, weil wir das Stück Papier aus dem Abfalleimer geholt haben? Oder warum ist die, oder geht die Zeit tatsächlich nach so und so vielen Minuten, verändert sich die Zeit? Also, dass es tatsächlich ein Zeitlimit hier gibt. Ah. It's a portrait of the former Lion Decker Museum President, Sterling Waldorf Carlton. Mhm. Ah, Charcoal. Die kann man gut gebrauchen. You pick it up and place it in your purse. So, mit der können wir nämlich das Ding hier nachzeichnen. Und dann schauen wir mal drauf, was da steht jetzt. Rubbing the charcoal over the notepad has made the imprint readable. Yvette, 8 o'clock, Egyptian Rum. Tut, 10:15 Egyptian Rum. Carrington, 11 o'clock, his office. Okay. Wann ist er ermordet worden? Ach, ich muss es nochmal nachschauen, um wie viel Uhr das war. Aber ich glaube, das war irgendwann zwischen 8 und 10:15. Ah. Okay. A painting of the New York skyline by Sterling Waldorf Carlton, dated 1920. First editions of classic literature. Ich glaube hier, doch da hinten geht's glaube ich noch weiter, oder? Looks aren't every. Da hinten geht's glaube ich auch noch weiter. Da haben wir wieder die Gegensprechanlage, Telefon und noch irgendein anderes Zeug. It's President Carrington's stuffed porcupine, Spiny Norman. Okay. A handsome desk clock. Aha. Können wir die genauer anschauen? Schauen wir mal. Yes, it's definitely a desk clock. It says made in Switzerland, in the fine print on the clock face, which you can barely read due to the glare on the glass. Don't touch it. Ja, okay. Was haben wir sonst noch da rumliegen? Das hier? Was ist das? Countess and Ziggy at 1 a.m. Medieval armor display. Okay. Don't touch it. The note is written in a man. Ja, alles klar. Und das hier? Using your remarkable powers of deduction, you conclude that this little book contains phone numbers. Nein, nicht wirklich. Phone numbers. T. Dargan, WP 5125. R. Williams, did it save BL 4468. Yet. Leech, das könnte wichtig sein. I did it. SH 0244. Be safe. KL 0527. U. Hoser, LI 2077. And yet, die anderen sagen mir nicht wirklich was. Judging by the handwriting, the phone numbers will. Ja, okay. Das Telefon noch? It appears that someone has cut the telephone cord.
removing any chance you might have had of communication with the outside world. So viel zum Thema, wir können mit Telefon, as with so many... Mit Telefon telefonieren noch, ja. Na gut, ich meine, der Elite wird ja eh wahrscheinlich hier sein. Den haben wir ja schon getroffen. Dann geht's nur nach hier. Okay, was ist dann das? Looks. Don't touch it. Upon close, that's not upon... Okay. Das da ist irgendwie seltsam, auch vom Winkel her. Da können wir wahrscheinlich nach da hinten gehen. Da können wir uns wahrscheinlich verstecken, falls es notwendig sein sollte. Don't touch... Looks. Aber ich kann ja nichts machen hier. Don't touch it. Na ja, gut. Dann gehen wir wieder. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Glaube ich zumindest. So, speichere ich nochmal. Und es kann sein, dass ich vielleicht mal nachschaue, ob ich da alles richtig gemacht habe. Weil mir ist das nicht so ganz geheuer mit der Zeit. Das war ja auch schon im ersten Teil so, dass es zu dieser Zeit sind die Leute da, zu dieser Zeit sind sie dann da. Und da konnte man auch so viel verpassen. Da bin ich mir mal überlegen, ob ich vielleicht mal nachschaue, dass ich dann nicht irgendwie ganz wichtige Sachen verpasse und dann nochmal laden muss und nochmal ausprobieren muss und immer so weiter. Naja, mal schauen. In der Folge machen wir jetzt jedenfalls nichts mehr. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.